die Nolle hat immer zwei Aspekte für mich. Einmal die Ausstellung selber und in diesem Jahr Landtechnik-Ausstellung. Ich freue mich auf Innovationen, die da sind und bin gespannt, was es im Angebot ist. Und dann ist natürlich die agrarpolitische Seite da. Der Landeshauptausschuss und der Landesbauerntag. Landeshauptausschuss erwarte ich schon eine stramme Diskussion. Mir ist klar, dass die Landwirte erwarten Entlastung und auch einen Abbau von Bürokratie. Wollen wir sehen, ob wir liefern können. Den Landesbauerntag, da wird in diesem Jahr der Ministerpräsident die Rede für die Landesregierung halten. Auch dort hoffe ich, dass die Informationen, die dann geliefert werden können, ein Stück weit aufzeigen, dass die Landesregierung hinter der Landwirtschaft steht und in Landwirtschaft in Schleswig-Holstein weiterhin als wichtiger Teil wahrgenommen wird. Ich denke schon, dass der Ministerpräsident ein paar Dinge im Gepäck hat, die richtungsweisend für die Zukunft in Schleswig-Holstein sind. Und insofern, ja, ich erwarte dort Aussagen, die ein Landwirt, eine Landwirtin in Schleswig-Holstein nach vorne bringen.